Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Wir hatten wohl Glück, dass wir aus der Ace-Fabrik abgezogen wurden. Mal toll, dass wieder Verbrecherfunk eingeblendet wird. Bevor wir die Hauptgeschichte weiterspielen, würde ich ganz gerne mich noch um einen weiteren Panzerwagen kümmern, denn der wird hier eingeblendet. Ich muss mir den nur mal markieren. Der Scan hat einen Panzerwagen gefunden. Die Truppenzahlen legen nahe, dass die Hälfte der Kommandoriege erledigt wurde. Drehen wir das Spiel zu Ihren Gunsten. Alles klar, Alfred. Machen wir. Oh, Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Weg mit euch. So, dann fahren wir doch mal zum nächsten Panzerwegchen. Ja, ich habe wirklich Wegchen gesagt. Und damit meine ich Wagen. Ich habe mich schon gefragt. Ich glaube, wir müssen uns sogar in einen anderen Stadtteil von Gotham City bewegen. Ja genau, wir fahren jetzt hier über diese Brücke. Ich glaube, wir fahren nach League Island. Oder wo fahren wir hin? Ich weiß es gar nicht. Oben rechts wird es gleich eingeblendet. Ist es das, was ich glaube? Er ist hier! Laufen! Batman verfolgt mich. Ich brauche Hilfe. Schickt alle Männer zum Fährhafen. Wir nähern uns eurer Position. Wir schalten ihn aus. Wo ist denn der? Ach, da vorne. Ah ja, jetzt sehe ich ihn. Verdammt, der hat ja wieder ordentlich Geleitschuss am Start. Muss ich doch mal ein paar von den bösen Jungs ausschalten. Ich brauche Hilfe, komm schon! Schnell rüberfahren, auf mich wird geschossen. Oh verdammt, oh verdammt. Das war gerade knapp. Boah, wie viel kommen hier denn? So, einen hat er noch am Start, der ihn beschützen möchte. Ihr seid auf euch allein gestellt. Schaltet ihn aus. Der Panzerwagen ist aber echt schnell. Bin ich immer wieder erstaunt, wie schnell die doch sind. Ja, die Fledermaus. So, Freundchen, jetzt bist du ganz allein. Oh, das war ein guter Treffer. Die muss ich dir lassen. Ein bisschen dichter rankommen, sonst kann ich die Lahmleger nicht anwenden. Du kriegst mich nicht, Batman. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh, Gott sei Dank bin ich da irgendwie durch so einen Brückenpfeiler durchgefahren. Ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe. Na komm schon. So viel hat er doch nicht mehr. Gegner greift an. Oh, das war ein Hardcore-Treffer. Oh doch. Komm, noch ein kleines bisschen. Jawoll, das war der Panzerwagen. Die Miliz hat einen weiteren Lieutenant verloren. Ausgezeichnet, Sir. Es dürfte nur noch die Hälfte übrig sein. Mission entdeckt, Herrscher der Straße. Ich habe Freunde verloren. Das muss ich mir nochmal anschauen. Ja, es tut mir leid. Also die Hauptgeschichte, darum werde ich mich gleich kümmern, aber wir haben hier auch eine neue Mission, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum diese Leute jetzt hier drinnen stehen, aber ich mache die Mission mal. Also ich hoffe, das ist die Mission. Ah, der Dicke, gut, um den muss ich mich gleich mal kümmern. Das wollen wir erstmal sehen. Ach, verdammt, mein geschöner Kombo. Ah, verdammt, der Große, der ist so nervig. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir immer schön alleine bearbeiten. Das war's mit dir. Komplett ausgenockt. Der Kommandant ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Was ist denn Kontrollturm? Echt jetzt? Was denn für Kontrollturm? Ach so. Wird doch nicht so einfach, diese Mission. Dieser Ort sollte schon längst mit Gas überflutet sein. Ja gut, das habe ich nicht gesehen. Na, dann machen wir das mal. Mal gucken, ob das klappt.
Ich weiß ja nicht so recht, die haben da oben ein Geschütz. Es sind ja... Was hat Scarecrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten. Fünf bewaffnete Gegner, soll ich das gerade sehen? Ich muss die Steuerung des Kommandanten finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Hast du Batmans Wagen gesehen? Er kann sich in einen Panzer verwandeln. Wo zur Hölle kriegt er das Zeug her? Ist doch klar, die Regierung sponsert ihn. Echt? Die Regierung sponsert ihn? Na, ich glaube eher nicht. Na, wartet mal, Jungs. Ich hab ja, was hab ich noch? Die Suche nach Panzerwagen der Miliz war ergebnislos. Nach dem letzten Verlust sind sie sicher in Alarmbereitschaft. Sie können sich nicht ewig verstecken. Okay, Miyagani Island hätten wir schon mal aufgedeckt, also komplett gereinigt. Ich möchte ganz gerne noch die Jungs mit den Waffen ausschalten. Sicher ist sicher. Na komm, nur dreh ich doch mal um. So, einer muss hier noch irgendwo am Start sein, da ist er auch. Jeder, der eine Waffe weniger hat, ist natürlich zu meinem Vorteil. Ja, wie viel haben wir denn nochmal? Was hatte ich gesagt? Fünf, ja? Fünf Gegner sind bewaffnet. Ja, aber wo ist denn der eine hier unten in dem Gebäude? Ich mach das mal mit dem Gleittritt. Und dann wieder schnell weg. Was zum Teufel habe ich denn jetzt hier anvisiert? Ach, das war das Geschütz da vorne. Na, ihr könnt ja Granaten werfen, wie ihr wollt, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen, Jungs. Sicht bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Ach Jack, was willst du denn jetzt schon wieder hier? Ich weiß gar nicht, kann ich das Gerät da unten hacken? Nee, das kann ich leider nicht hacken. Oh, scheiße. Das hat auch alles genau im Blickwinkel. Ich muss mal kurz gucken, habe ich nicht noch genug Wayne-Tech-Verbesserungspunkte, damit ich mit meiner Waffe eventuell auch diese Türme ausschalten kann? Bin mir sicher, dass ich das verbessern kann. Na gut, das nicht unbedingt. Sanitätersabotage... Das ist es auch nicht. Unterbrechersabotage des Wachgeschützverteilers. Sabotiert ein Wachgeschützverteiler, sodass er explodiert und Gegner kampfunfähig macht, wenn sie mit ihm interagieren. Nee, das ist es aber auch nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Nee, das ist es nicht, was ich wollte. Oder kann ich das mit dem Batarang ausschalten? Ach, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Beim Anzug wird das auch nicht drin sein. Nee, das ist nur der Greifhakenschub. Verdammt, ich bin völlig unvorbereitet hier reingegangen. Ah, ja. Dieses blöde Geschütz. Wenn das nicht wäre, wäre das relativ einfach. Ich frag mich, wer wen verraten hat. Alvin die Fledermaus oder umgekehrt? Ach, nee. Ich brauche wieder irgendwas anderes. Leider ist das noch nicht voll. Ich kann ja mal versuchen. Klappt das eventuell mit dem Batarang? Scheiße, das klappt nicht. Nee, ich kann diesen Turm irgendwie nicht ausschalten.
Verdammt, verdammt, verdammt. Aber eventuell kann ich die Jungs da drüben fertig machen. Müssen wir mal schauen, ob das klappt. Was war das? Du Entwurf! Oh oh. Hier sind wieder Jungs mit Waffen. Mal wieder. Oh, komm jetzt. Verdammt, was ist mit dem Scheißteil los? Na komm, einer ist noch am Start, das weiß ich. Sehr schön. Das war der schon mal. Aber das waren ja noch nicht die Leute. Oder das waren schon die Leute. Ja gut, aber ich komme ja da oben an diesem Scheißgeschütz nicht vorbei. Ich weiß auch ehrlich nicht gesagt, ob ich das... Ich kann es ja mal versuchen. Ah nee, Quatsch, das war jetzt wieder falsch. Ich muss ja wieder den Unterbrecher auswählen. Der ist auch wieder aufgeladen. Ich kann Wachturmgeschütze nicht deaktivieren. Nicht? Wie denn dann? Oh, Bruce. Ich hätte so gern den Turm hier eingenommen. Das darf aber wohl nicht wahr sein. Scheiße. Ich muss irgendwie da unten rankommen. Naja, gut. Ich würde es sogar schaffen. Also der Radius von dem Wachgeschütz, der geht ja nur bis da vorne. Ja, ich glaube, ich habe genug Zeit. Ich warte mal noch kurz ab. Sollte eigentlich klappen. Ich sehe ungefähr, bis zu welchem Gebiet das Ding hier alles scannen kann. Naja, ich habe gesehen... Das Ding hat mich schon wieder gerade entdeckt. So, jetzt könnte es eventuell klappen. So, Explosivgel. Alles klar, okay. Machen wir es mal. Mal schauen, ob das hinhaut. Ist ja schon mal ein Anfang. Oh, 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 oh. So wird's gemacht. Versuch es nochmal, Batman! Meine Männer sind bereit! Ach du Scheiße, wie viele Türme gibt's denn hier? Das ist ja heftig, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich das zerstören kann. Haben wir denn noch eine neue Nebenmission? Und ja, die haben wir. Ich habe die Position eines Panzerwagens. Es gibt nur noch wenige. Zeit, sie auszuschalten. Das machen wir, Alfred. Wo ist mein Wagen? Aber war hier nicht noch eine andere Mission in der Nähe, oder? Ja klar, war doch hier. Herrscher der Straße, finde und zerstöre die Checkpoints der Miliz, damit sich deren Patrouillen... Soldaten und Fahrzeuge aus den Straßen zurückziehen. Ja, habe ich ja gemacht. Das war ja ein Checkpunkt. Aber es gibt wahrscheinlich noch etliche andere. Naja gut, auch egal. Wir kümmern uns erstmal um den Panzergarde. Ich muss den Kommandanten finden und seine Steuerung zerstören, um diesen Kontrollpunkt auszuschalten. Ach, so war das. Naja gut, dann darum kümmern wir uns dann doch ein andermal. Wir haben auf jeden Fall einen Fahndungslistenerfolg erhalten, einen Verbesserungspunkt bekommen und ich werde mich dann ein andermal darum kümmern. Ich muss auch ein bisschen wahrscheinlich in der Hauptgeschichte weiter voranschreiten, damit wir auch neue Fähigkeiten bekommen. Ich habe ja gesagt, ab und an mache ich da mal ein paar kleine Nebenmissionen und dann läuft das auch schon. Ihr habt echt gesehen, ja, dass wenn uns so ein Geschütz trifft, dann war's das. Da kann die gute Fledermaus nicht so viel ausrichten. Wo zum Teufel ist denn jetzt hier der Panzerwagen?
habe die Position eines Panzerwagens. Es gibt nur noch wenige. Zeit, sie auszuschalten. Naja, gut, Alfred, aber wie komme ich denn da hin? Eventuell hier rüber? Ich dachte eigentlich schon, dass ich eben richtig gewesen bin, aber nein, war wohl nicht der Fall. Oh, fahren kann ich auch nicht. Scarecrow, oh Mann. Dieses Gesicht will ich nun wirklich nicht über ein ganzes Gebäude projiziert sehen. Ach, da vorne ist er ja. Ich werde verfolgt. Bin bei den Filmstudios. Schick sofort Hilfe. Verstärkung ist unterwegs. Haltet durch. Ach du Scheiße, wieder drei Fahrzeuge. Habe ich jetzt alle auf einmal gecrashed oder nicht? Haltet ihn auf! Schneidet ihm den Weg ab! Oh nein! Du kannst mich nicht aufhalten! Na doch, ich glaube schon. Oh verdammt, 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 verdammt. Mobil, schnell zurück. Oh, jetzt habe ich den Panzerwagen wieder verloren. Mensch, fahr doch mal weg da, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat er schon wieder zwei andere am Start. Na gut, einer ist noch am Start. Er hat noch einen erledigt, nur noch zwei übrig. Wo kommen die denn immer alle her, verdammt? Verstärkung am Boden! Ah, ich darf ihn nicht so oft treffen lassen. Der Panzerwagen macht dann doch schon ab und an mal ganz schön Schaden. Verdammt, ich werde ihn in den Nebenstraßen abhängen. Ja, mach das mal. Altmetall, wir haben eine Trophäe bekommen. Was auch immer. Oder wofür auch immer. Oh, da ist er, der Panzerwagen. Gib auf, es ist vorbei. Nö, gib du doch auf. Sag mal, wo fährst du denn lang? Jetzt habe ich dich. Die Miliz musste einen weiteren Schlag einstecken. So, das war ein paar Aufständische. Was haben wir jetzt hier noch an Missionen? Es blinkt irgendwie nichts weiter auf. Also kann ich mich jetzt endlich um die Hauptgeschichte kümmern. Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios. Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Founders Island vor. Es wird Zeit, in die Offensive zu gehen. Sehr wohl. Die Höhle des Löwen erwartet Sie. Es wird Zeit, in die Offensive zu gehen. Wir müssen mal wieder improvisieren. Da schließe ich daraus. Oh, verdammt. Aber da ich jetzt genug Wayne-Tech-Punkte zusammen habe, ja, ich habe 12 Stück, könnte ich doch noch ein bisschen was verbessern. Batmobil-Waffen, ja, das klingt gar nicht so schlecht, aber ich glaube, es wäre mal vom Vorteil, wenn wir die Panzerung mal etwas erhöhen. Was haben wir denn hier? RAM-Angriff. Aha. Na, damit komme ich ja auch gut durch, aber ich werde erstmal die Panzerung erhöhen. So, die ist jetzt erstmal auf 100% mehr. Kürzere Aufladezeit des Nachbrenners ist eigentlich relativ gut. Was haben wir noch an Waffen? Vulkankanone, Zielgenauigkeit. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was ich hier machen könnte. Greifhaken ausschalten? Nee, das erstmal nicht. Ach naja, wir heben uns die Punkte erstmal noch auf. Warte, ich hoffe, die Stadtverwaltung versucht noch Wahlen hochzujagen. Ich muss noch eine Hypothek abbezahlen. Über was die Verbrecher sich doch nicht immer alles unterhalten. Letztens ging es darum, was sie mit dem Geld machen. Der eine wollte umziehen, wenn es ihm seine Mama erlaubt. Ich glaube, davon war auch die Rede. So, was haben wir denn hier Tolles? Erstmal schauen. Wir sind mal wieder auf dem Gelände der Panessa Studios. Aber mich wundert gerade, dass wir hier nicht auf Widerstand stoßen. Ah, der gute alte Jack. Naja, gut.
Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant. Vielleicht überlegt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen. Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert. Für meinen Geschmack nur ein klitzekleines bisschen zu tot. Sir, wie werden Sie Marcel Drake von Barbara erzählen? Er wird erschüttert sein. Er könnte unüberlegt handeln. Gar nicht. Noch nicht. Ich brauche ihn für das Heilmittel. Sir, es war schlimm genug, Miss Gordons Entführung zu verschweigen. Aber das ist falsch. Wir alle müssen Opfer bringen, Alfred. Sie sollten sich das gut überlegen, Sir. Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren. Für immer. Das ist natürlich wieder ein schmaler Grat. Sagen wir es Robin jetzt schon oder noch nicht? Damit könnte natürlich Alfred recht haben, was er gesagt hatte. Wir sind bei den Quarantänezellen. Da vorne ist Robin. Schön, dich zu sehen, Batman. Ja. Aber das ist wohl kein möglicher gute alte Jack. Ist es da draußen so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Das kriegst du doch in den Griff, oder? Du wolltest mich herauslassen. Das wird... Sir, die Langstreckenscanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Geht nicht, Sir. Founders Island wird durch einen an zwei Radartürme angeschlossenen Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobil in die Nähe bringen können. Ich kann die Radartürme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radartürme auszuschalten. Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich. Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Immer noch nichts von Barbara. Vertrau mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Gleite auf den Rücken der Relais-Drohne und untersuche sie, um einen Weg zu finden, die Drohnen auszuschalten. Ach ja. Na ja gut, dann machen wir das mal. Komme ich eigentlich hier irgendwie raus? Nee, sieht nicht so aus. Dann müssen wir wieder nach oben. Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Klassischer Joker-Zug. Etwas. Also ich wuchere hier jetzt schon eine ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel-Nonsens. Ha! Ach, Jack. Oh, Bruce. Vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham Knight zu erledigen. Das wird dein Abgesang. Die letzte gute Tat, die du verbringst. Wo er noch nicht überall auch auftaucht, ja, ist echt immer der Hammer. Da habe ich gedacht, okay, fahren wir mal mit dem Fahrstuhl geschmeidig wieder hoch, dann ist er weg. Nein, er taucht überall auf. Ich muss Batman noch erledigen und kehre zurück zur Basis. Er ist an uns dran. Ich kann ihm nicht entkommen. Komm schon. Was macht er da? Er verfolgt uns! Fahr weiter! Ich verfolge euch doch gar nicht, ihr Idioten. Weißt du, was das Ding mit Autos macht? Ich will's nicht herausfinden! Ey, die sind ja so schreckhaft, die Gangster. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Egal, wo ich lang fahre. Mission entdeckt, Herrscher der Straße. Ach so, ja, da waren wir ja schon. Mehr oder weniger. Da muss ich irgendwo noch einen Kommandanten finden. Er ist vermutlich da draußen und beobachtet uns gerade. Soll er doch kommen. Hier komme ich erstmal mit dem Batmobil nicht weiter. Was haben wir hier noch in der Nähe? Oh mein Gott, da vorne sind eine Menge
bewaffneter Leute oder sind das irgendwelche Geschütze? Nee, das sind Leute. Abgehörte Jungs vom Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Aber ich höre gerade Opernmusik. Ich verschwinde von hier! Ist es Nick hier? Hier ist irgendwo eine Leiche in der Nähe. Die muss ich finden. Ich habe gesehen, wie du die Männer auf dem Luftschiff beinahe zerrissen hättest. Angst offenbart unser Innerstes. In der Not wird Batman anscheinend doch noch zum Alfred, wir können ein drittes Opfer auf die Liste setzen. Diese Sache nimmt grausige Züge an, Sir. Es erinnert mich an eine Reihe von Morden zu Beginn Ihrer Karriere. Wenn ich mich nicht irre, war es Halloween und es wurde eine wahrlich lange Nacht. Ich versuche, die Leiche zu identifizieren. Dann fangen wir mal an. Oh, Gewebescanner, Bruce, nur komm, nur mach doch mal. Na bitte, geht doch. Hab schon gedacht, das wird nie was. Nein! Wie mache ich das nochmal? Ja. Ach so, Scan, genau. Fangen wir mal so an. Was haben wir denn da? Das Opfer verfügt über eine Okularprothese. Dieses besondere medizinische Acryl wurde nur einmal während einer Probezeit vor 5 Jahren eingesetzt. Na, das grenzt doch den Raum der Verdächtigen schon etwas ein, oder? Was haben wir hier? Anzeichen von Gewalteinwirkung am Oberarm. Es wurden Titanschrauben zur Behebung einer Oberarmfraktur eingesetzt. Ah ja. Scannen wir doch mal weiter. Es gibt ja immer 3 Objekte bei solchen Leichen hier, aber wir haben auch nur 2 Ebenen. Also das Auge haben wir. Andere Sachen, ja, würde es jetzt wahrscheinlich so nicht geben, es sei denn, ich habe hier was übersehen. Also auf der Haut ist schon mal nichts. Muss es noch irgendwas bei den Knochen, glaube ich, geben. Oh, das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wo zum Teufel ist das dritte Ding? Bei einer Leiche hat man ja auch mal was im Darm gefunden. Da war, glaube ich, ein Ehering oder sowas drin. Also das haben wir ja schon mal. Das sind die Metallstifte. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir da jetzt irgendwo was finden auf der Haut. Habe ich irgendwas? Ah, schau mal einer an, was haben wir da? Ich habe so ein Narbengewebe schon mal gesehen. Das ist eine Bissspur. Dem Muster nach stammt sie von einer Selachimorpha-Art. Diese spezielle Haiart gibt es nur vor der Küste von North Gotham. Alfred, das Opfer heißt Lisa Mendes. Sie hatte eine unglückliche Kindheit, Sir. Sie verlor früh ihre Eltern, lebte in Pflegefamilien und nahm Drogen. Dennoch wurde sie eine recht begabte Surferin und so kam es auch zu der Haiattacke. Leider starb bei dieser ihr Freund. Sie arbeitete für einen Wohltätigkeitsverband in Tucson, Arizona, als sie verschwand. Jetzt sind es 3 Opfer. Sie alle wurden an verschiedenen Orten im Land entführt. Such weiter nach einer möglichen Verbindung, Alfred. Sie haben recht. Die Botschaften bei den Leichen lassen vermuten, dass der Mörder Größeres vorhat. So als ob diese Opfer nicht gut genug für seine Pläne waren. Glauben Sie, es gab noch mehr Opfer? Ja, und ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Na ja gut, hätten wir einen weiteren Fahndungslistenfortschritt. Und ihr seht ja, Batman und Alfred sind besser wie Google. Die wissen einfach alles. Es war noch jede Menge Panzer rum. So, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach da vorne.
Wir müssen ja auf irgendeiner Drohne denn irgendwie reiten oder ja, weiterreisen oder dergleichen. Da vorne ist das Ziel. Schauen wir mal, was finde ich denn hier Tolles? Mal schauen, ob ich hier so leicht durchkomme. Oh mein Gott, da oben ist eine Drohne. Morgen um diese Zeit verschwinde ich. Hab mein Geld und eine neue Identität. Niemand wird mich finden. So weit, so gut. Jetzt sind wir schon mal hier. Die Drohne, um die es sich handelt, die ist da vorne. Aber wie komme ich da ran? Ah, da sollte ich, glaube ich, nicht hoch. Wer zündet denn eine Feuerwaffe? Jetzt geht's, glaube ich. Oh mein Gott, ich muss hier irgendwie geschmeidig durchkommen, ohne dass die mich sehen. Ich hole mal noch ein bisschen Schwung. So, da ist die Drohne. Der Knight hat uns Befehle gegeben und wir werden sie bedingungslos ausführen. Scheiße, wie komme ich da rauf? Muss ich jetzt abwarten, bis sie hier lang fliegt oder wie? Scheiße, wie soll ich da raufkommen? Ich bin enttäuscht, Feucht Knight. Du hättest ein Gotham haben können, in dem die Menschen in Furcht leben. Hast aber stattdessen diese absurde Allianz entdeckt. Du bist immun gegen mein Toxin, Feucht Knight. Aber wenn du dich finden wirst, Angst Mit dem Relay-Chip kann ich die Drohnen zeitweise blenden. Das gibt mir genug Zeit, die beiden Radartürme lahmzulegen. DHG Drohnenhacker unterbricht vorübergehend die Drohnenzielerfassung. Gerät kann nur eine Drohne nach der anderen ausschalten, ja. Na ja gut, ein neues Spielzeug. Zerstöre das Radarnetzwerk des Arkham Knight. 0 von 2. Distanz-Hacking-Gerät. Ja gut, da komme ich doch nicht ran, oder? Ich muss das Radar zerstören, bevor die Drohne wieder aktiv wird. Ach, das geht ja doch. Na, ist ja schön. Das ist ja toll. Halten, Explosivgel rein und dann geht's los. Sie verstehen es einfach nicht, ohne das Zeug zu nehmen. Genau, ich bring das Essen nach Hause. Ich häng ihr Blutdiamanten. Ich wasch das Geld durch ihre Firma. Die erste Radarantenne wäre erledigt. Wo haben wir die zweite? Radarabdeckung in Sektor 1 ausgefallen. Eine Störung. Ich weise einen Techniker zu. Negativ. Das war Batman. Radarantenne B bereit machen. Das Primärziel nähert sich. Ja, da hat der Arkham Knight schon recht, wa? Das waren wir natürlich. Ich hab gehört, was er da gesagt hat. Die Fledermaus kommt, durchladen. Mal sehen, ob wir so gut ist, wie alle sagen. Sind die Geschütze online? Bestätigt. Wir dürfen das Radar nicht verlieren. Es ist das Einzige, was sie davon abhält, seinen Panzer auf diese Insel zu bringen. Da vorne ist die andere Radarstation. LexCorp? LexCorp kenne ich doch eigentlich nur aus Metropolis von Superman. Ich hoffe, die Fledermaus taucht auf. Ich hol mir den Skalp von dem Hundesohn. Okay, da oben sind ein paar nette Jungs. Aber die sind natürlich alle unbewaffnet. Die Frage ist jetzt, kreist diese Drohne da weiter rüber und würde mich dann angreifen, wenn ich mich mit den Jungs da oben auseinandersetze? Wir können uns keine Nachlässigkeit leisten. Ah, ich probiere es einfach mal aus. Verschaffen wir uns doch mal einen Überblick von hier oben. Ach,
verdammt, ich muss ein bisschen weiter runter. Sichtkontakt zum Alpha-Ziel hat Priorität. Die Fledermaus versteckt sich. Ich muss darüber. Wie zum Geier komme ich darüber? Bis jetzt haben sie mich ja noch nicht gesehen. Ich hätte das ganz gerne mit einem Angstausschalten gemacht, aber das geht jetzt nicht mehr. Sie auf dich, die unfähigen Behörden, alle, die feigen flüchten. Alle Augen und Hoffnungen ruhen auf dem Mann, der seine Freunde enttäuscht. Oh nein, nicht schon wieder so ein großer Typ. No, jetzt hat er mir genau eine eingeschenkt. Das habe ich kommen sehen. Digga, jetzt kriegst du das hier mal ab. So viel Treffer darf ich gar nicht mehr kassieren. Scheiße. Diggerchen, du bist der Letzte, glaube ich. Naja. Wie immer. Es hätte einfach besser laufen können. Bruce, ich weiß, was du von dieser Möchtegern-Fledermaus hältst. Das ging mir mit diesen billigen Joker-Kopien in den Filmstudios auch so. Es kann nur einen Joker geben, Bats. Und der bin ich. Also, du. Okay, wir. Also sei ein guter Junge und schlachte alle für mich ab. Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Ah ja, kurzzeitig. Kann ich das auch so machen? Da muss ich doch da unten ran, wa? Ich kann die Geschütze mit dem Distanz-Hacking-Gerät kurzzeitig blenden. Ja, was du nicht sagst. Machen wir mal eine Eckendeckung, wa? Am besten erstmal das hier. Wenn Batman hier durchkommt, ist er tot. So, das haben wir erstmal zerstört. Und noch das andere. Dann können wir uns ja um die Radaranlage kümmern. Die Akten interessieren uns nicht. Dieser Freak soll so viel. Entsteht, wie Sie wollen. Alfred, das Radar ist Geschichte. Dann wäre da noch das kleine Problem mit dem Langstreckenraketenwerfer. Wenn er ausgeschaltet ist, kann ich den Batwing entsenden und den Cloudburst scannen. Ich bin auf dem Weg. Schalte den Langstreckenraketenwerfer des Arkham Knight aus. Wir haben das zweite Radar verloren. Wie kann das sein? Er hat es an den Geschützturmen vorbeigeschafft. Haltet den Raketenwerfer gefechtsbereit. Ich herrsche über den Himmel. Aber nicht mehr lange. So, mal schauen, wie komme ich denn da rüber? Oh nein, da vorne sind wieder eine Menge Leute. Wenn ich die ausschalten kann, ohne dass ich gesehen werde, ist es natürlich eine einfache Nummer. Lass den. Er kämpft sonst gegen verängstigte Straßenköter. Ich habe keine Angst. Unterschätze ihn nicht. Er sagt uns Sinnheit ständig, jetzt zollt der Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm geradeaus. Na, warten wir es erstmal ab. So, jetzt bin ich schon mal hier unten. Hier gehört, ich krieg ein Signal rein. Vielleicht Batman. Halte die Augen offen und ich versuche es zu orten. Oh nein, ist schon wieder so ein Typ. Na, der muss auf jeden Fall erstmal gleich weg. Ich würde ganz gerne in einen dieser komischen Gitterhohlräume da rein. Da kann ich mich dann nämlich ein wenig verstecken.
zum Teufel ortet mich denn hier? Verdammt, kein Signal mehr. Er könnte überall sein. Ja, ja, ja. Na, machen wir erstmal den fertig. Oh, verdammt. Er hat mich jetzt gesehen. Ach, der eine Typ hier. Oh, Rauchbombe werfen. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh, falsche Richtung. Ach, kann ich Angst ausschalten, Mann? Oh nein. Ja, das lief ja richtig gut, ne? Ich stelle mich wieder an wie der erste Trottel. Ich habe mir gerade überlegt, okay, warum sollte ich die Jungs ausschalten? Ich könnte mich doch theoretisch gleich um diese Radarstation, also um den Raketenwerfer da kümmern. Denn wenn die mich nicht sehen, dann sollte das eigentlich reichen. Ich habe keine Angst. Unterschätz ihn nicht. Er sagt uns den halt ständig. Jetzt hat der Fledermaus viel zu viel Respekt. Glaubst du, er hat nur mit Glück überlebt? Ja, und das geht ihm gerade aus. Ich kann natürlich auch versuchen, die Jungs so auszuschalten. Stück für Stück. Ich muss mich nur anschleichen, aber das ist manchmal nicht so meine Stärke. Der Job ist besser als mein letzter. Ich weiß nicht, sollte ich oben anfangen und mich einfach runterarbeiten? Ich hätte ja da einmal Angst ausschalten machen können, aber so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Nein, kriegst du nicht. Kein Signal mehr, verdammt. Was für ein schickes Schießeisen, wo wir haben das Geld für sowas. Alles klar, jetzt bin ich schon mal hier unten. Den schnapp ich mir gleich. Und wieder rein. Wenn das hier vorbei ist, gehe ich in Rente. Ja, mach das mal. Scheiße, der andere kommt genau hier vorne lang. Nein. Na, seht ihr da hinten das? So, das waren schon mal 3 von 8. Oh verdammt, jetzt haben sie mich. Ich hab ihn, Batman, nein, er ist unter uns, im Boden. Nein, ist er nicht. Zur Sicherheit mal eine Rauchbombe werfen. Jemand hat den Boden zerstört. Ich hoffe, das war der eine Typ, der mich immer geortet hat. Kann ich nochmal 2 ausschalten? Ja, ich glaube, ich kann nochmal 2 ausschalten. Ich sehe mal nach dem Typen. Batman ist noch hier! Er ist unter Boden! Augen auf! Dich kriege ich, du Freak! Das ist ja eine geile Sache. Das muss ich mal öfter machen mit diesen Gittern. Da bewegt sich was unter dem Boden. Da ist nichts. Hey. Batman, ist hier. Er ist unter uns, im Boden. Ist er gar nicht. Erzähl doch keinen Scheiß. Na, fang mich doch. Na komm schon. Ja, das ist auch der letzte. Der Idiot, der sieht mich das jetzt gar nicht mehr. Was würde aus dem Nichts kommen? Na komm schon, eben hätte ich nur ausschalten können.
will er denn jetzt auf einmal hin? Hör mit den Spielchen auf und hol ihn dir. Ich hab noch viel mehr. So, das war's. Wie einfach das doch eigentlich geht, ja? Kammer 4, Status? Kammer 4, hört ihr mich? Sir, er hat es auf den Schutzschild abgesehen. Ich kann die Panzerung der Raketenwerfer nicht durchdringen. Ich brauche etwas mit ein wenig mehr Durchschlagskraft. Er ist von einem Schutzschild umgeben. Im Kontrollraum kann ich ihn deaktivieren. Dein Ernst, Bruce? Erst der ganze Aufwand wegen dem Scheiß hier und dann sowas? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dann auf in den Kontrollraum. Ich hoffe auch, dass diese Treppe jetzt dorthin führt. Ja, soweit so gut. Dann deaktivieren wir das mal. Ich bleibe im Kontrollraum und steuere das Auto von hier. Ich darf nicht zulassen, dass die Miliz die Verteidigung von hier wieder aktiviert. Ach, mit dem Auto muss ich jetzt... Du musst die Brücke absenken. Verstanden, Sir. Wie ich sehe, kommen Sie gut mit dem Fernlenksystem des Batmobils zurecht. Sir, Batman lässt alle drei Brücken zu Founders Island runter. Er will die Raketenwerfer mit seinem Auto zerstören. Schickt Einsatzteam Delta ins Zielgebiet. Wer, Sir? Was ist mit dem Batmobil? Aktiviert die Cobra-Schwadron. Macht es nieder. Ah, diese Panzer, die muss ich ja von hinten erwischen, aber wenn das zwei sind, na gut. Cobra verloren! Ich schicke Unterstützung aus der Nähe hin! Oh, verdammt. Mach dich auf eine geballte Ladung Schmerz gefasst, Batman! Oh mein Gott, das war knapp. Die dürfen jetzt nicht mich finden. Scheiße. Ach du Scheiße. Ah, hat er das gescannt? Drohnen haben das Ziel verloren. Dann finden sie es wieder. Wir haben eine Cobra verloren. Behalte Suchmuster bei. Ja, macht das mal mit eurem Suchmuster. Wie ist der Status, Sergeant? Unterwegs, Sir. Etwa 2 Kilometer südlich der Zielposition. Herrscher der Straße. Ja gut, eine weitere Nebenmission, aber das ist mir jetzt völlig Latte. Ich möchte mich erstmal nur um diese Panzer kümmern. Da vorne haben wir einen. Cobra offline. Habe noch 2 als Unterstützung. Was, noch 2? Ich muss die Cobra-Panzer ausschalten, ehe ich mich um den Raketenwerfer kümmern kann. Du wirst diesen Kontrollraum nicht lebend verlassen. Batman ist in Russia, ich hab ihn. Nein, hast du nicht. Scheiße, jetzt kommen beide in meine Richtung. Er war genau da. Fangt ihn! Scheiße. Die sind genau vor mir. Ich muss mir erstmal den hier vorne schnappen. Ach du Scheiße, ist das heikel. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Ich fürchte, 5 Panzer waren nicht genug. Nein, waren's auch nicht. Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Commander. Sir! Einheit in Russia vernichtet! Einsatzteam Delta auf dem Weg. Sie nähern sich dem Zielgebiet. Du sitzt in der Falle, dunkler Ritter. Ein guter Kampf, aber jetzt bist du dran. Zeit, die Raketenwerfer auszuschalten. Ja, das machen wir. Erstmal schauen, wo müssen wir denn hier lang, Batman?
Ah, ich glaube, hier oben kann ich wieder normal fahren. Hoffe ich jedenfalls. Ach so, hier muss ich die Brücke jetzt wieder so hochziehen, damit ich eine Schanze habe. Genau, so läuft das. Ziel ist im Kontrollraum. Rücken vor zum Sichern. Hände weg, Lieutenant. Er gehört mir. Erwischt. Okay, okay. Ich gebe auf. Wo ist er hin? Fahrt den Schutzschild aus. Überwacht alle Zugriffspunkte. Wirklich. Er hat euch Jungs schon seit langem kommen hören. Diese Spitzohren sind nicht nur Show, wisst ihr? Sir, der Werfer ist sicher. Solange wir den Himmel beherrschen, wird er ihn nie finden. Gut. Liegen wir noch im Zeitplan? Jetzt beginnt die letzte Phase. Deine Geduld wird belohnt werden. Bald. Er kann unmöglich raus sein. Wir hatten die Tür im Blick. Irgendwo gibt's einen Weg. Verstanden. Er ist fort, Sir. Ist er. Batman hat wohl schnell Schiss. Ich hatte mich darauf gefreut, ihm eine Kugel zu verpassen. Denkt daran, er kann es mit euch allen aufnehmen. Er ist irgendwo da draußen. Findet ihn endlich. Wer bist du? Noch nicht, dunkler Ritter. Machen wir halt. Oh, ich nehme mal aus. Naja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir den Arkham Knight auch mal so ausschalten können, aber leider wird mir das verwehrt. Mal wieder. Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? Ich geb mir Mühe. Lass mich mal ran! Ich sage, wann du fertig bist. Hier geblieben. Oh nein, das habe ich nicht kommen sehen. Ah, oh, scheiße. Oh, hier sind so viele Sanitäter. Also zwei sind, glaube ich, noch am Start, oder? Und die werfen auch immer irgendwas. Das darf doch echt nicht wahr sein. So schnell kann ich ja gar nicht reagieren. Ich versuche natürlich erstmal die kleinen Leute hier auszuschalten. Streich sie mal alle Knochen. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass ich da nicht wehtun kann. Wollte ich ja auch gar nicht. So, bitteschön. Um den Großen will ich mich erst zum Schluss kümmern. Sofern das natürlich auch machbar ist, ich weiß es ja noch nicht. Aber Kombos kriege ich natürlich jetzt nicht so gut hin. Na gut, ist ja nur einer. So, jetzt schnapp ich mir den Großen. Der Arkham Knight. Hast du einen Namen? Leider nicht, Sir. Von den Patienten aus Arkham, die nicht wieder eingefangen und nach Arkham City geschickt wurden, ist niemand in der Lage, solch einen Angriff zu organisieren und anzuführen. Er ist kein Geist, Alfred. Er wurde ausgebildet und er hegt einen Groll. Erweitere die Suche auf alle Personen, die meinetwegen nach Arkham geschickt wurden. Sir? Du hast mich gehört. Das dürften sehr viele Personen sein, Sir. Ich weiß, Alfred. Ich zähle darauf, dass du die Wahl eingrenzt. Naja gut, dann machen wir es nochmal und entriegeln das mit dem Computer, damit das Batmobil auch weiterkommt. Jetzt müssen wir nur noch über diese Brücke springen. Ein kleines Stück zurück. Wie weit kann ich denn eigentlich zurück? Ich glaube, das reicht. Oha, das war relativ knapp. Ach du Scheiße.
Okay, das war's. Glaubst du etwa, du kannst mich austricksen? Glaubst du etwa, ich bin wie all die anderen? Ich will nicht hier unten sein. Dieser alte Teil der Stadt steht. Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knight sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. Okay, jetzt da wir mit Kriegsspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab. Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatortuntersuchungen. Ja, wir haben wieder neue eingehende Informationen. Es gibt zum einen ein neues Waffenlager für den Pinguin. Wir können eine neue Leiche finden und einen weiteren Panzerwagen aufdecken. Alle Symbole, die so ein bisschen blinken, die können wir machen. Und wir haben eine Trophäe erhalten. Kreatur der Nacht. Das ist sehr schön. Oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Ich verspreche dir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper überlasse, sobald ich fertig bin. Nein, Jack, das halte ich für keine gute Idee. Das machen wir nicht. Und so machen wir das schon mal gar nicht. Ich weiß gar nicht, auf was für Ideen der immer kommt. Das darf ja echt nicht wahr sein. Naja gut, wie dem auch sei, wir haben ein paar Nebenmissionen erledigt. Wir sind in der Hauptgeschichte vorangekommen. Ihr habt ja gesehen, wir konnten die Brücke herunterlassen, den Raketenwerfer zerstören. Und wir haben uns mal kurzzeitig auch dem Arkham Knight wiedergestellt. Aber das hat natürlich nichts gebracht. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Aber ich bin echt gespannt, wer er denn wirklich im Endeffekt ist und was er für einen Groll gegen Bruce Wayne alias Batman hegt. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert, bewertet, würde ich mich sehr darüber freuen, aber das ist natürlich eure Entscheidung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin erstmal raus, bis zur nächsten Folge mit der Fledermaus.